machen wir mal eine kleine Wartung am 856. Ich weiß ja nicht, wann der das letzte Mal Ölwechsel bekommen hat. Ist auf jeden Fall schon derbe dunkel. Ist klar, ist ein Diesel, ne? Aber ich finde, das fühlt sich auch nicht mehr so ganz gut an. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann weiß ich, dass es gemacht ist. Dann weiß ich, wann es gemacht ist. Und ich muss hier sowieso auch einmal das Ganze ein bisschen eindichten. Da ist nämlich hier der Wärmetauscher, ist da ein bisschen undicht. Der drückt da ein bisschen Öl raus. Dann haben wir es gleich vernünftig. So, dann gucken wir schon mal das Kühlwasser nach, wie das ausschaut. Wie es da mit dem Froschstück steht. Ist auf jeden Fall schon mal genug drauf. Steht bis oben hin im Kühler. Dann einmal den Rüssel rein. Ja, das sieht aber gut aus. Jo, das sieht gut aus. Ich werde mal gucken, ob ich das ganze Gebilde einfach hier vorne losnehme. Den hier oben an der Schläuche so ein bisschen wegklappe und mir dann eine neue Dichtung einfertige. Weil das sieht so aus, als ob das dann alles nur so runterläuft. Dann vom... Ja, müsste eigentlich. Das versuche ich mal so. So wenig wie möglich auseinandernehmen. Ist manchmal das Beste, nicht, dass man noch mehr Undichtigkeiten reinbaut. Ich jetzt, so, die Schrauben habe ich jetzt abbekommen. War ein bisschen Fummelarbeit, aber mit der Viertelzollknarre und einer kleinen Knarre und einem Kreuzgelenk ging das ganz gut. Und hier sieht man auch, warum diese olle Dichtmompe ein bisschen scheiße ist. Ich meine, es hat jetzt nicht den Ölkanal komplett zugemacht, aber es hing auf jeden Fall im Ölkanal drinne. Und das ist natürlich nicht wünschenswert. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Dichtpappe genommen, mir einmal die alte Dichtung aufgezeichnet und dann schneide ich die jetzt aus, stanze die Löcher neu, das zeige ich gleich nochmal und dann haben wir auf jeden Fall wieder eine vernünftige Dichtung. Grüße gehen raus an den Lucky Jack. Da bin ich auch ganz seiner Meinung. Eine vernünftige Dichtung kriegt eigentlich jeder gebastelt, der den Vorschulkindergarten bestanden hat. Das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk. Und ist alles mal dicht, besser und dichter als diese olle Dichtmompe. So, zum Löcherstanzen brauchen wir eigentlich nur in dem Falle eine Achtermutter, Achterschraube und einen Hammer. Packen wir hier die Mutter drunter, ungefähr da in der Mitte, wo das Loch hin soll. Dann die Schraube hier angesetzt und einmal draufgehauen. Jetzt auf jeden Fall ausgestanzt. Geht mit einer Hand natürlich schwierig. Deswegen einmal pausiert das Ganze und durch ist es. Das gleiche mache ich hier mit den großen Ölbohrungen auch. Nur halt ein paar Nummern größer. So, nach dem Mittag bin ich doch nochmal hergegangen, habe nochmal mir eine andere Dichtung gebaut. Passt jetzt auch etwas besser. Ah, hier oben. Ah doch. Passt auch. Wieder ein bisschen weiter ausgeschnitten. So. Und dann kann ich das gleich wieder voneinander schrauben. Die andere war mir doch ein bisschen außer Form geraten nachher beim Feinschliff. So. Ich habe jetzt den neuen Mannfilter drin. Die neue Dichtung sitzt jetzt auch. Ja, jetzt nur noch einen neuen Kupferdichtring auf Ölablassschraube und dann kann schon wieder Öl drauf. Hinten das Öl in der Achse, das hat es auch mal wieder nötig. Das ist auch schon grau. Mache ich gleich mit. Getriebe und so gucke ich mir auch noch mal an und Vorderachse. Warte mal schauen, wie das aussieht. So, das Öl aus der Radnaben wechseln wir auch mal. Das ist nämlich auch schon derbe dunkel. Dann habe ich alles schick. Dann kann er wieder erstmal die nächsten paar Jahre ordentlich ackern, was er bei uns ackern kann. Und wollen mir dann darum keine Sorgen mehr machen.